So, Freunde, ich grüße euch. Ich bin heute für euch hier in Hannover auf der Ligna. Hier geht es um das Thema Holz, Holzbearbeitung, Maschinen ohne Ende. Und ich habe nur einen Tag und es ist eigentlich viel zu viel hier zu sehen. Deswegen verlieren wir nicht viel Zeit und legen direkt los. Eine CNC-Anlage fürs Grobe. Also keine Platten-CNC, sondern das ist eher so eine Abbundanlage. Da kommen dann solche Balken hier rein. Und this is where the magic happens. Ich weiß nicht, ob man das hier sieht, das spiegelt so ein bisschen. Riesensägeblatt, da ist noch ein Werkzeugkopf. Hier habe ich verschiedene Werkzeuge, also die werden dann auch automatisch gewechselt. Leider sieht man das jetzt hier nicht in Aktion. Aber dann kommt im Prinzip das raus, was du hier vorher eingegeben hast. Die Daten. Das ist dann hier zum Beispiel sowas, wenn du jetzt hier Fachwerkbau machst oder so, möchtest du deine Verbindung haben. Das passiert ratzfatz. Also nichts mehr mit der Oberfräse irgendwo am Dachstuhl sitzen und das händisch irgendwo hier machen vor Ort, sondern das geht einmal durch die Anlage und fertig ist die Lauge. So, Freunde, was wir jetzt hier sehen, ist kein Billardtisch, ist auch kein Spieltisch, sondern es ist tatsächlich eine Zwinge, aber keine Schraubzwinge, sondern eine Vakuumpresse. Und die Frage ist, wozu braucht es eine Vakuumpresse? Also eine Vakuumpresse nutzen wir hauptsächlich, um Formteile zu machen, um Furniere, Beschichtungen zu machen, in verschiedenen Dicken. Und das kann man gleichzeitig machen. Wie man jetzt hier sieht, wir haben verschiedene Dimensionen von Werkstücken. Das heißt relativ flache mit 19 mm, 25 mm. Hier haben wir doch, das ist jetzt als Basis, genau. Ist das MDF. Genau, Grundplatte so. Ist MDF und das haben wir belegt mit einem Furnier. Genau, mit einem dünnen Furnier. Und jetzt hast du ja das Problem, dass du hier Rundung hast. Wie willst du das alles gleichmäßig draufpressen? Genau, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir nehmen eine klassische Furnierpresse, da brauche ich halt nochmal das Gegenstück. Oder wie in unserem Fall, kann ich mit der Membran, geht in die, sag ich mal, Kuhle rein und presst dadurch. Vorteil ist, ich habe überall den gleichen Druck. Und bei der Furnierpresse ist es teilweise so, dass ich halt irgendwo, wenn es ein bisschen höher ist, mehr Druck habe und irgendwo ein bisschen weniger Druck. Bei der Membranpresse habe ich überall den gleichen Druck. Über was für Druck reden wir? Also wie kann ich sagen, wie viele Kilo liegen hier drauf? Genau, also wir können jetzt sagen, für die gesamte Fläche, was wir hier haben, haben wir 10 Tonnen Druck. Das ist ordentlich. Genau. Das heißt, empfiehlt sich nicht, dass du dich hier drauflegst und ich drücke den Schalter. Genau. Dann wäre nichts mehr, oder? Genau, 10 Tonnen wäre ein bisschen viel. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt empfindlichere Werkstücke habe, kann ich auch den Druck reduzieren. Ich muss ja nicht immer Vollgas fahren. Und hier diese Kanten zum Beispiel, diese Stufen hier, das kriegt er hin. Also so. Genau, es ist so, wir haben halt immer einen gewissen Radius, haben wir, weil die Membran kann einfach nicht 90 Grad winkeln, geht nicht. Aber die legt sich so an, dass es marginale Radien sind. Und das jetzt hier ist was für ein Material? Das liegt jetzt hier so ein Muster? Genau, das ist Naturkautschuk. Da gibt es zwei Varianten bei uns. Einmal der Naturkautschuk, ist der Klassiker. Und der geht bis 130 Grad Celsius. Wenn ich jetzt mit Werkstoffen arbeite, die ich erhitzen muss, wie Corian oder in die Richtung, muss ich höhere Temperaturen fahren. Da gibt es dann eine Silikonmembran. Vorteil ist von der, die hält höhere Temperaturen aus. Nachteil ist, wenn ich jetzt Holzwerkstoffe, mit der wir arbeiten, gibt es immer einen leichten Silikonabrieb. Und das verhindert, dass ich es nachher nochmal lackieren kann oder dementsprechend bearbeitet. Das heißt, ich muss es eigentlich komplett fertig machen und kann es dann erst pressen oder muss halt was beilegen. Was ist, wenn ich jetzt einfach Sachen verleimen möchte, statt was formieren? Das wird auch gehen? Genau, damals, wie gesagt, wenn ich jetzt den Rahmen verleimen will, da ist es abhängig vom Verhältnis von der Oberseite zur Höhe, also Tiefe zur Höhe. In dem Fall würde es gehen. Weil er quasi dann jetzt hier ja irgendwo den Radius hat. Genau, die Sache ist, der Druck ist von allen Seiten gleich. Das heißt, den gleichen Druck von hier, von unten, überall den gleichen Druck. Das heißt, wenn diese Fläche hier größer ist wie die Fläche, ist der Druck so hoch, dass durch die Reibung jetzt das Teil nicht mehr verschieben lässt. Das heißt, wenn es so wäre, würde es nicht mehr gehen. Okay. Da habe ich halt die Möglichkeit, dass ich da nochmal mit zusätzlichen Zwingen arbeite und die mit in die Presse einbringe. Okay. Jetzt können wir das mal zeigen, also wie sich jetzt der Druck aufbaut. Genau, können wir gerne mal machen.
So, jetzt sieht man es ja. Sieht aus wie so eine Decke, ne? Also genau. Da ist ein Pulver drauf, also Talkum. Ja. Das ist dafür da, dass die Membran auf den Werkstücken einfach besser gleitet. Weil wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt Gummimatte hätte und die habe ich so hohe Reibung, dass einfach die Spannung so wird und dass die Membran reißen könnte. Bei den Motorradreifen, bei meinem Enduro habe ich Schlauchreifen. Ja. Da mache ich dann immer in die Decke ein bisschen Talkumpuder, genau, dass sich der Schlauch auch so ein bisschen bewegen kann. Und genau, nicht, entweder Talkum oder in dem meistens ist es schon rein, nehmen wir Schleifstaub, ist genau eigentlich vom Prinzip her dasselbe. Okay, und wo muss ich jetzt drücken? Genau, einfach hier. Das sieht ja schon abgefahren aus, ne? Genau, jetzt sieht man hier, habe ich ganz marginale Radien, ich habe hier den Druck und der Radius geht. Ist natürlich da, weil die 90 Grad schaffen wir einfach nicht, aber der Druck ist halt hier wirklich viel gleichmäßiger als bei einer herkömmlichen Furnierpresse. Aber ich finde es tatsächlich faszinierend, dass sich die Luft, also das Vakuum, was jetzt hier gezogen wird, dass sich die Luft aus allen Ritzen hier auch quasi den Weg bahnt, da wo das Vakuum gezogen wird. Genau, das ist auch... Wie viel Bar Unterdruck arbeiten wir? Oder wie also man das? Hier, wenn man hier mal drauf zeigt, wir haben jetzt hier 86% Vakuum. Das heißt, wir haben hier minus 63 Millibar. Wenn ich jetzt hochfahre auf, wir gehen bis 99% Vakuum schaffen wir. Aber dann, ist das jetzt ein Unterschied hier? Ja, vom Druck. Also umso höher das Vakuum ich habe, umso mehr Pressdruck habe ich. Wenn ich jetzt empfindliche Formteile habe, dann kann es sein, dass ich teilweise nur mit 30% fahre. Weil du sonst quasi zerbrichst. Genau. Und was ist das jetzt hier? Das ist doch Corian? Genau, das ist Corian. Das ist ein Werkstoff, den kann man durch thermische Verformung können wir den, bearbeiten. Der wird erhitzt auf 160, 165 Grad, wird dann hier drüber gelegt und wird dann auch eingespannt. Das können wir auch nachher zeigen. Wichtig ist hier, dass die Schablone aus Vollmaterial ist. Hier haben wir den Versuch gemacht, dass man nur Spanten macht. Können wir gerne mal zeigen. Dass man hier nur Spanten macht. Also nicht massiv. Hier hast du quasi jetzt hier die, genau, die Decklage darüber. Genau, wenn man hier so drüber fasst, merkt man von den Spanten nichts. Wenn ich aber durch den Druck, wenn man hier drüber fasst, merke ich die Spanten. Jo. Das heißt, der drückt doch so fest, dass der hier dann reindrückt. Krass. Genau. Deswegen einfach massiv die Formen bauen, da habe ich das Problem nicht. Also ich bin überzeugt, ich will so ein Ding jetzt zu Hause haben. Ja. Optimal. Auch demnächst ist ja wieder Einkochzeit. Dann kann ich auch schön Vakuum ziehen für das Gemüse, bevor ich es dann einfriere. Genau. Also, gibt es einen externen Anschluss für Vakuum für das Gemüse. Was hätte ich zu investieren für so eine Anlage? Also wie die da steht, sind wir ungefähr bei 12.000 Euro netto. Das finde ich gar nicht. Ich hätte jetzt mit viel mehr gerechnet. Nee, das geht. Es gibt Varianten noch, mit, dass man die an die Wand hochklappen kann oder dass man sie schwenken kann. Die sind preislich, aber eigentlich alle ähnlich. Wo werden die gebaut? Wo kommt ihr her? Die kommen aus Oberbayern. Die werden in Tacherding gefertigt, in unserer eigenen Fertigung. Und deswegen können wir auch relativ kundenspezifisch auch arbeiten. Wenn der Kunde sagt, er hätte gerne größere Presse oder kleiner oder zusätzlich irgendwelche Features, die ihr braucht, ist es auch machbar. Okay, also Leute, wisst ihr, wenn ihr jetzt mal ordentlich vakuumieren wollt, dann gönnt euch hier so ein Vakuum, eine Vakuumpresse. So, hier habe ich ja noch mal was, wo doch jeder von euch wahrscheinlich feuchte Augen kriegt. Hier sind Brikettpressen am Stand und die gibt es natürlich in verschiedensten Größen. Der Philipp Konter war ja mal bei mir und hat mir eine gezeigt, Selbstbau. Das ist natürlich jetzt hier schon ein bisschen professioneller. Hier habe ich hier das Spänesilo oder den Spänebunker. Hier kommen die raus. Die sind natürlich auch dann entsprechend immer, je nach Größe der Maschine, etwas anders dimensioniert. Und ich habe mir sagen lassen, das ist hier so Einstiegsklasse, da liegen wir aber schon so bei 11.000 Euro. Und die macht 20 Kilo die Stunde, sind dann auch entsprechend
sind dann auch entsprechend kompakt. Und hier ist quasi so die Endstufe. Da liegen wir bei 80.000 Euro, habe ich mir sagen lassen. Aber da hast du jetzt auch direkt hier zwei Linien, wo die Briketts rauskommen. Und das ist aber dann auch eher was für denjenigen, der sowas verkauft, vertreibt. Hier sind jetzt so schon vorzerkleinerte Holzreste. Ich habe auch mal gehört, es gibt Leute, die tatsächlich auch irgendwo eine Hackschnitzelheizung haben, aber dann trotzdem irgendwie erstmal in Briketts einlagern, weil es dann kompakter ist. Aber was ich hier ganz interessant finde, du kannst ja im Prinzip eigentlich nicht nur Holzabfälle pressen, sondern, ja, ich sag mal, man sagt ja auch Geld verbrennen. Es ist hier im wahrsten Sinne des Wortes, das sind Geldscheine. Die Frage ist, wie kommen die da dran? Frage. Also Geld verbrennen ist ja jetzt hier quasi wörtlich zu nehmen, ne? Ja, wobei das Briefmarken sind. Ach, das sind Briefmarken? Genau, aber Geld haben wir auch. Ich glaube, der Geldriegel ist geklaut. Der ist echt geklaut? Der ist weg. Naja, vielleicht ist das ein Fleißiger, der sich das Zeug wieder zusammensetzen lassen will, ne? Aber ja, wo habt ihr das her? Hat uns jemand mal Mustermaterial geschickt und ja, wir haben es brikettiert. Krass. Was gibt es sonst noch hier? Was ist das? Das ist EPS oder Styropor. Ja. Gepresst. Ach krass. Also ja, Styropor, das ist ja eigentlich ein Isoliermaterial. Das heißt, das ist ja, hat ja eine sehr geringe Dichte. Richtig. Und jetzt ist das schon fast wie Holz, ne? Genau, also wir haben es auf einer Holzpresse gepresst. Also da macht die Holzpresse macht 200 Kilo. Ja. Mit Styropor macht die gleiche Maschine aber nur 16 Kilo in der Stunde. Was natürlich an Volumen viel ist, aber an Gewicht nicht. Okay, dann Hackschnitt, was ist das? Aluminium, Aluspäne. Aluspäne gepresst. Ach krass, ja klar, du kannst im Prinzip alles pressen. Genau, und hier bekommt man eben wieder den in gepresster Form den Stückschrottpreis anstatt den Späne-Schrottpreis. Deshalb wird wieder eingeschmolzen. Okay. Das heißt, es gibt tatsächlich auch Anwender, die das nutzen dafür, die da einen Sinn für haben. Ja, ja, klar. Also Firmen, bei denen Aluspäne anfallen. Okay. Jetzt sieht man auch, wie es funktioniert, oder? Der macht hier vorne quasi zu, damit er einen Widerstand hat und von hinten drückt dann den Zylinder und presst das, oder wie funktioniert das? Genau, also die Zange hält geschlossen. Ja. Und genau, also der Bricket wird in dieser Punkt, also wir verdichten vor, dann fährt der Presszylinder nach vorne und der Bricket wird in dieser Buchse gepresst. Die Zange hält geschlossen und der nächste Bricket wird quasi hier reingeschoben und gegen diese Wand gepresst. Ja. Wenn die 90 Bar erreicht sind, öffnet die Zange und der Hub wird quasi. Wie viel? Geben. Das. Wie trennt er das auf? Sind das die einzelnen Portionen und deswegen ist das getrennt oder wird das nochmal geschnitten? Genau. Das ist ein Hub. Genau, also es ist jeweils eine Portion, die dann. Genau, ist die Menge, die er vorverdichtet, ergibt dann ein Bricket. Was ist denn das jetzt hier für ein Pressdruck? Kann man das beziffern? 100 Bar. Oh ja, und wie viele Tonnen sind das dann? 1100 Kilogramm pro Quadratzentimeter. 1100 Kilogramm pro Quadratzentimeter. Kriege ich per Hand schwerlich hin. Eher nicht. Eher nicht. Das ist schon krass. Das hat sowas, ist schon fast ein anderer Aggregatzustand, ne? Wie siehst du das? Ich kenn's. Wie hast du dir auch so ein Ding gebaut, oder was? Ja. Ja, klar, wem sage ich das? Ja. Auf jeden Fall, ich glaube, wir haben mal was, was wir bei uns in der Werkstatt irgendwie mal anschaffen müssen. Das sieht natürlich hier vor allen Dingen auch interessant aus. Preis, was hat diese Anlage für eine Kapazität und ungefähr kostenmäßig? Ja, also je nach Ausstattung, also die liegt so ungefähr bei 37.000 Euro netto. Das ist eine mittelgroße Anlage. Es gibt kleinere und größere. Ich wollte eigentlich nur einen Tesla kaufen, aber dann gehe ich halt auf Holzspäne. So Leute, ihr kennt das, ihr habt eine Palette irgendwo in der Werkstatt stehen, die muss verpackt werden, aber du hast natürlich wenig Zeit. Und was wäre da schöner, wenn du jetzt einen Roboter hast, der das für dich macht? Und wir haben hier so ein Gerät, der wird jetzt erstmal wie so ein Hubwagen an die Palette rangefahren. Und wenn man ihm dann das Go gibt, dann fängt er an, das ganze Teil hier zu umwickeln. Und was er auch macht, ist, dass er am Anfang erstmal mit der Folie hier so eine dünne Schnur macht, also wie so ein Seil.
Aber du musst ihm erstmal einen Anfang machen. Also der Kollege wickelt das jetzt da so rum. So, jetzt macht er ein bisschen Alarm. Er ist ja relativ zügig unterwegs. Und der Vorteil soll sein, dass das dann auch etwas ressourcenschonender ist, weil der so umwickelt, wie es nötig ist und nicht jetzt irgendwie noch sagt, ich brauche noch 5 Lagen mehr. So, und jetzt macht er hier die Schnur. Und jetzt fängt er schon an, oben mit der Rolle das zu umwickeln. Und man sieht auch, dass der jetzt an der Säule den Abroller stufenlos höher fährt. So eigentlich optimal, ne? Wenn du mal eine Menge Weihnachtsgeschenke wieder zu verpacken hast, hole ich mit den Burschen ins Haus. Du musst allerdings ein bisschen investieren. Ich habe mal gefragt, was kostet die Kiste? Und ja, Full Options. 15.000 Euro. Hätte ich sogar ein bisschen mehr gedacht. So, guck mal, hier haben wir 3D-Scanner. Das habe ich euch schon mehrfach gezeigt. Das heißt, hier kannst du relativ einfach ein Aufmaß machen. Wenn du beispielsweise irgendwo eine Küche bauen willst oder hier ein neues Bad etc. pp., hast du schon mal die ganzen Grundrisse und Räumlichkeiten drin. Aber hier gibt es Software, wo es dann letztendlich weitergeht. Das heißt, wo du mit den 3D-Daten das Ganze auch visualisieren kannst. Und was ich total abgefahren finde, erstmal, was du hier für ein high-endiges Rendering machen kannst. Hier wird gerade so ein bisschen demonstriert an der Software. Da wird jetzt mit Texturen, Oberflächen und so variiert. Das hier ist tatsächlich ein Rendering von so einem Möbel. Und ich fand den Jeep hier so cool als Modell, weil da die Lichter an sind. Aber das ist einfach ein 3D-Modell. Und hier zum Beispiel in den Bibliotheken, im wahrsten Sinne des Wortes, kannst du dann einfach 3D-Modelle hier kriegen von ja, so Accessoires, Büchern. Hier, Whisky, alles am Start. Das ist doch krass, ne? Das heißt, du kannst deinem Kunden das dann entsprechend in der Qualität visualisieren. Und wenn er sagt, okay, machen wir so, dann gehen diese Daten an den Tischler. Und aus der Software heraus hat er eine Stückliste, den ganzen Bedarf. Und das Ganze passiert sogar mit einer Verschnittoptimierung. Das heißt, du kannst dann letztendlich in der Ausführung schon sehr effizient arbeiten. Hier bei dem Benjamin von BK. Hier. Guck mal, die habe ich schon öfter gezeigt, haben wir auch schon mal hier und da verlost. Sind ja sehr schöne Werkzeuge, gerade hier mit dem Ledergriff. Und ich finde es immer schön, so diese monolithische Form. Das ist wirklich so wie aus dem vollen Gefäß. Mhm. Aber du hast noch was, das habt ihr letztes Jahr zur Eisenbahnmesse präsentiert, im September meine ich. Genau. Nämlich ein Hybrid zwischen Alu und Stahl. Genau, das ist der erste hybride Latthammer, den es in Europa gibt. Wir haben die Schlagflächen, sind ganz gewöhnlich noch aus Stahl gemacht. Die arbeiten in Flächenheit. Der Körper ist aus Aluminium gemacht. Die beiden Schlagflächen sind innen drinnen im Aluminiumgehäuse mit einer Stahlbrücke miteinander verbunden und in dem Bereich hier miteinander verschweißt. Genau, hier drin, hier oben ist quasi die Schweißnaht drin. Ja. Und das ist dann oben noch verklebt, einfach um einen schönen Abschluss zu haben. Der Stiel ist aus Aluminium gemacht mit einem weiterentwickelten Kunststoffgriff. Der ist ein bisschen grifffester als der klassische alte Latthammergriff vom 298er, den man damit kennt. Das fühlt sich eher an wie ein normaler Kunststoff. Genau. Das ist halt wirklich wie ein bisschen beim Akkuschrauber. Genau, genau. Der ist sehr, sehr, sehr griff. Also der ist sehr griffig, der rutscht weniger aus der Hand. Dämpft noch wahrscheinlich ein bisschen. Ne? Ja, ist eine Geschmackssache, genau. Ja, du merkst, du kannst ein bisschen eindrücken. Genau. Also hier genau. Kannst du nichts eindrücken. Aber warum macht man jetzt einen Hammer aus Alu? Ich verstehe, okay, du hast weniger Gewicht, aber willst du nicht die Schwungmasse haben? Ja. Oder geht es darum, dass die Schwungmasse in der Spitze sein muss und nicht im Stiel? Genau, also das Gewicht ist sehr kopflastig bei dem Hammer.
Das ist ein, im Prinzip die Weiterentwicklung, also um es genau zu sagen, das ist die Weiterentwicklung und kombiniert das Beste aus zwei Welten. Die Stabilität und die Schlagkraft von einem Ganzstahl-Latthammer und die Leichtigkeit und Flexibilität eines Stahlrohr-Latthammers. Das Gewicht ist sehr kopflastig bei dem Hammer, was dafür sorgt, dass es halt die maximale Schlagkraft hat. Nahezu gleichen Schlagkraft wie ein Ganzstahl-Latthammer von dem Gewicht her. Was haben die Anwender so für ein Feedback? Ein sehr gutes. Wir hatten gerade auf der Eisenbahnmessen hatten wir auch gerade so einen kleinen Spieltisch mit einem Nagelbock. Da konnten die mal selber auch ein bisschen schlagen. Und die waren alle restlos begeistert davon. Was ist denn so gewichtstechnisch? Also, wo ist jetzt der Unterschied? Ja, hier sprechen wir ungefähr von einem Kilo und hier reden wir ungefähr von 750 Kilo. Das sind schon so 750 Gramm. 750 Gramm? Ja, Entschuldigung. Waren, möchte ich dich sehen. Nee, 750 Gramm, circa 250 Gramm Eiersparnis im Gegensatz zum traditionellen Sprengstandard. Was ist jetzt so im Vergleich? Ja, es ist ein sehr hochpreisiger Hammer. Wir haben den, aktuell liegt er so bei einem Marktpreis so ungefähr zwischen 150 und 200 Euro inklusive Steuern. Ja gut, aber ist das mal, wer bin ich drauf, braucht zweimal, geht ja genau. Für nichts anderes so, genau. so exakt wie für Werkzeug. Ja, auch hier das Pickard-Versprechen, wir transportieren natürlich eine gewisse Qualität. Wir haben teilweise Anwender, die noch aus den 70er Jahren, 80er Jahren zu uns kommen und immer noch ihren ersten Hammer aus der Gesellenzeit und Ausbildungszeit in der Hand halten. Ich habe schon als, kann das sein, dass ich schon vor 40 Jahren zu einem Hammer genau. gelaufen bin? Ja, so in den, circa in den 70er Jahren auf den Markt gebracht. Ja. Mir war aber der Griff etwas dunkler vom Ton. Das kann natürlich sein, dass sich das in der Zeit einfach weiterentwickelt hat oder auch mit der Nutzung dann halt in der Zeit einfach ein bisschen dunkler geworden. Wir haben natürlich halt auch verschiedene Varianten. Wir haben halt auch ein Modell mit schwarzen Hammerkopf, schwarz gepuderten Hammerkopf und schwarzen Griff. Was ist denn dein Favorite? Eher der Griff hier oder dieser mit Leder? Ich finde den Ledergriff eigentlich ganz gut, weil das ein naturbelassener Griff ist. Der formt sich so ein bisschen der Hand an. Arbeitstechnisch würde ich halt immer zu dem Kunststoffgriff gehen, weil er ein bisschen leichter ist. Ja cool, müsst ihr mal unter das Video schreiben. Ob euch so ein schöner Hammer das Geld wert ist oder vielleicht habt ihr schon mal Erfahrung oder eine Arbeit schon damit und schreibt mal in die Kommentare rein. So, schaut mal, was ich hier gerade gefunden habe beim Vorbeilaufen. Ein Holzzerkleinerer erinnert mich so ein bisschen tatsächlich an eine Brechanlage aus dem Steinbruch. Das habe ich euch mal gezeigt. Blenden wir mal gerade ein, als ich mit Jean-Pierre im Steinbruch war. Da standen wir mal an so einem Gerät. Das ist schon massiv. Ich könnte mir vorstellen, dass die Messer hier aber dann doch vielleicht ein bisschen langlebiger sind als bei einer Brechanlage. Und ganz interessant, Leistung hier 44 kW. Also hier ist schon ein bisschen Power am Start. Ja, wofür brauchst du das, wenn du jetzt Holz verarbeitest, du hast Restholz? Dann kannst du entsprechend dann hier so Hackschnitzel machen. Ja, und die kannst du dann verheizen und hast dann wieder Energie aus dem Restholz. Was ist so eure größte Maschine? Hier ist unsere größte Maschine. Das ist die mit 44 kW? Ja, genau. Okay. Und die Hackschnitzel werden eigentlich zum Heizen dann benutzt, oder? Die Hackschnitzel bzw. das Granulat, das dann rauskommt, kann zu verschiedenen Zwecken bearbeitet werden. Zum Beispiel kann man brikettieren oder man heizt es direkt in einer Holzfeuerungsanlage. Aber letztendlich schon zum Heizen. Genau, ja. Okay. Ja. Cool, danke. Okay. Das ist die Technik natürlich, haben wir euch schon oft gezeigt. So, das ist jetzt eine Klemmzwinge. Wenn man jetzt normal drauf guckt, denkt man erst, okay, sieht ein bisschen wuchtig hier aus. Aber die ist Knopfhoch drin, ne? Weil genau. Der Griff lässt sich um 360 Grad in 12 Platzstufen drehen. Das heißt, du hast keine Palettierung irgendwie, sondern kannst den komplett, wie du lustig bist. Genau. In dem Fall haben wir eine Einhandzwinge mit den ganz normalen Vorteilen einer Einhandzwinge. Lässt sich ganz normal spannen. Okay, kannst du auch wechseln? Das lässt sich ganz normal wechseln zum Spreizen. Und zusätzlich lässt sich auch der Griff, wie schon gesagt, um 360 Grad drehen.
Vorteil hierbei ist das ergonomische Spannen. Beispielsweise, wenn man über Kopf spannen muss, hat man bei normalen Einerzeigen oftmals das Problem, wie komme ich wirklich ergonomisch zum Pumpen. Also ich habe jetzt erst gedacht, es geht darum, dass du überhaupt drankommst, aber das Drankommen ist ja gar nicht so das Problem, aber ich will ja eigentlich so. Genau, jetzt kann ich das Thema so, was ich jetzt hier schon verdrehe. Der Griff lässt sich sowohl im ungespannten als auch im gespannten Zustand drehen. Das heißt, ich kann vor dem Spannen kann ich ihn drehen und dann zum Spannen ansetzen. Also du hast keine Natsche, um die jetzt hier. Genau. Gibt ja auch andere Bekannten von Wolfgang hier, die können sie dann halt wieder lösen, das geht aber nicht. Das heißt, hier löst du nur. Genau. Einfaches Betätigen des Lösehebels und das Unterteil ist der Tuchenwunde. Okay. Kostet etwa in der Größe? Also Marktpreis wahrscheinlich so um die 30 Euro. Also etwas über den normalen Einheitsring. Finde ich okay. Ne? Qualität kriegst du eben nicht für 2,50. Und wenn wir die Farbe sehen, dann wissen wir sind bei Vera, genau. Und ich habe gefragt, was ist eine Pro, was ich noch nicht kenne. Ein Kollege am Vera-Stand sagt mir, den Drehmomentschlüssel hier nennt ihr Safe Talker. Und ich dachte mir, was kann jetzt da schon neu dran sein? Das Drehmomentschlüssel kennt man ja auch mit der Verstellung. Ich habe mir hier auf dem Vera schon mal wieder gezeigt. Aber was darf man eigentlich mit dem Drehmoment nicht machen? Ihn als Achse benutzen. Und da habt ihr jetzt hier so einen Umschalter. Da steht jetzt Torque Ost. Also da musst du natürlich dann nachdenken, dass du weißt, okay, ich ziehe jetzt nicht auf 2 Newtonmeter an und krieg richtig Kasala und dann sehe ich eine Scheiße. Ist leider die Schraube abgerissen, aber ja, hier Einstellung, das kennt man ja auch so. Hoxton hat sie ja auch so ein bisschen ähnlich, finde ich aber schon auf jeden Fall tausendmal besser als bei den Standard-Remos, wo du hier die Skala eingelesen hast, ist das wesentlich schöner. Aber du hast hier tatsächlich auch noch eine Funktion, denn du kannst nämlich ja bei einem normalen Dremo, du hast zwar den Auslösemoment, also das Knacken, aber du könntest ja theoretisch auch noch weiter drehen. Und das habt ihr hier nicht, ne? Nein, genau. Wir können einfach ansetzen. Schlagen durch. Genau, das heißt, du hast jetzt hier Dremo hinein. 2 Newton. So, 2 Newtonmeter. Und wenn du jetzt weiter gehst, dann machst du einfach Klick. Machen wir durch, rappeln wir durch. Wollen wir weitergehen? Mit Knarre, weil wir keinen Drehmoment brauchen. Ja, dann gehen wir weiter. Genau, jetzt hast du wirklich echt. Jetzt sind wir dann ist es gesagt, jetzt leider. Hast du dich gut? Was riecht der im Handel? Handel, das Set wird so bei 180 bis 200 Euro liegen. Okay, gibt's als Set, aber geht's auch einzeln? Gibt einzeln, gibt's als Set. Wir haben verschiedene Varianten in den 6-Gang für die Bits. Mit dem Adapter auf die Nuss gehen. Natürlich haben wir auch ein 5 Zoll hier in der Variante. Bin ich heiß drauf, da habe ich neulich am Motorrad noch jede Menge Schrauben am Motor, an der Verkleidung, in Anno getauscht. Und da muss ja auch mit Drehmoment arbeiten, aber dann habe ich die halt erstmal so angezogen, da habe ich sie mit Remo alle nachgezogen. Genau. Hättest du natürlich hier die Möglichkeit, ein bisschen schneller noch zu arbeiten und sicherer. Ne? So, jetzt guckt euch mal hier so einen Stand an Holzbearbeitungsmaschinen. Jetzt Beispiel SCM, kommt ja aus Italien, aber allein jetzt hier für so eine Messe mal eben das Thema Staubabsaugung hier auf so einem Messestand, weil die Maschinen sind ja auch alle in Aktion. Das heißt, alle Maschinen arbeiten da natürlich auch staubarm. So, hier bei SCM ist nochmal eine Abbundanlage hier zu sehen, da hinten wird gerade ein bisschen sauber gemacht, Demo ist gerade nicht. Aber da siehst du jetzt zum Beispiel da vorne so einen Fräser, hier einen Bohrer, da eine Schiene von der Kettensäge. Oh, und so ein kleines Sägeblatt da im Hintergrund. Da ist schon krass. Und wenn du sowas natürlich machst, dann musst du ja auch die Aufträge entsprechend dafür haben, dass sich sowas auch amortisiert. Aber ich finde es schon echt faszinierend, wenn man überlegt, was das hier an Effizienz bringt. Wenn du dir überlegst, du müsstest das jetzt alles händisch machen, da sitzt du ein bisschen länger dran, als hier einmal aufs Knöpfchen drücken. So, dann guckt euch das an. Eine Bandschleifmaschine kennt man, ne? Hast du hier im Prinzip wie in Amerika in den Hotels die Toaster.
packst den Toast hier rein und dann kommt er getoastet raus, aber hier packst du ein Brett rein oder ein Stück Holz und es kommt dann nicht nur geschliffen raus, sondern jetzt sieht man hier so eine Kameraansicht und da blinkt es die ganze Zeit und dampft es. Es riecht auch so ein bisschen nach leichten Brandgeruch und da sehen wir jetzt schon, wo es hingeht. Hier ist nämlich ein Laser eingebaut, das heißt, es wird geschliffen und dann kannst du hier entsprechende Optiken drauf lasern. So wie hier. Das ist schon krass, oder? Guck dir das mal an. Da kommt jetzt so ein Brett raus. Second part. So, hat er jetzt umgedreht. Kommt dann auf der Seite wieder rein. Also hier sieht man jetzt auch, da haben wir das Brett. Er meint 850 Watt Laser. Das ist ja schon sehr heftig. Ah, jetzt sieht man es. Na, da geht schon was. Aber er sagt das gerade auch, das ist halt nur für die Optik. Also er kann jetzt da nicht noch auftrennen oder aussägen. So, wenn ihr jetzt denkt, ihr braucht ein neues Hobby und so eine Breitbandschleifmaschine mit Laser geht so ab 300.000 los, sagt er mir. Warum nicht? Aber krass, ne? Finde ich schon sehr, sehr cool. So, Freunde, jetzt bin ich gerade mal bei Lamello. Lamello habe ich auch schon öfter in der Werkstatt verwendet. Zum Beispiel, als ich mir mal ein Lowboard gebaut habe, da hatte ich das Problem, da musste ich im Prinzip eine Lamello-Verbindung haben, die aber wieder lösbar ist. Ich wollte es nicht leihen, weil ich musste dieses riesen Lowboard ins Dachgeschoss bekommen. Dazu habe ich dann mit den Klamex-Verbindern hier gearbeitet. Das Problem ist nur, bei den normalen Klamex brauchst du eine spezielle Lamello-Fräse von Lamello. Die war mir etwas zu hochpreisig. Ich habe die Standard, die ist echt super. Sieht ja im Prinzip ungefähr hier so aus. Jetzt habe ich den Michael von Lamello hier. Und Michael, ihr habt ja aber auch eine normale Version, die du mit einer normalen Fräse handelsüblich verbauen kannst, ne? Genau, wir haben jetzt, das kommt jetzt erst im September raus. Das ist hier unser Klamex S20. Das heißt, wir haben hier einen Klamex entwickelt, der auf 4 mm basierend ist. Das heißt, wir brauchen für diesen Verbinder keine spezielle Maschine mehr. Das heißt, wir können sie mit allen handelsüblichen Nutfräsmaschinen am Markt einfräsen. Das heißt, egal ob Makita, DeWalt oder was auch immer auf dem Markt ist. Selbst eine billige Einhellfräse? Genau, tatsächlich. Du musst ja im Prinzip nur eine Fräse haben in der Dicke, dann läuft das. Aber ihr hattet bisher nur diese S18, ne? Wir haben zum einen das P-System, bei dem wir diesen speziellen Hinterschnitt erzeugen. Den hast du unter anderem auch verwendet. Das heißt, wir haben dort eine sehr spezielle Maschine, sage ich jetzt mal, die diesen Hubmechanismus auslöst. Dann hast du ja hier dieses Profil. Das Profil. Und dieses Profil und das wird dann so eingeführt in die Schlitze. Und das sorgt dafür, dass dieser Verbinder selbstsichernd ist. Das heißt, es ist eigentlich ein Vorteil, wir brauchen hier keinerlei anderer Befestigungsmittel für diese Halbschale. Was es schon länger gibt, ist der S18. Der ist 4 mm basierend, sage ich jetzt mal, weil 4 plus 4 gibt 8. Deswegen haben wir hier einen 8 mm Fräser gebraucht. Das heißt, wir müssten immer bei der klassischen Maschine, sage ich jetzt mal, von 4 mm auf 8 mm Fräserdicke wechseln. Das heißt, es war für viele Kunden umständlich, diesen Wechsel durchzuführen. Und da haben wir gesehen, es muss was auf dem Markt, was eben 4 mm dick ist. Das hat dieselben Abmessungen wie eine klassische Holzlamelle in der Größe 20. Das heißt, der Kunde muss von seiner Arbeitsweise eigentlich nichts umstellen. Er kann hier wie gewohnt auch arbeiten, wie er es von der klassischen Holzlamelle kennt. Du hast jetzt aber ja das Problem, dass du hier nicht dieses Profil hast. Das heißt, diese Klamex sind zum Schrauben, ne? Genau, die werden verschraubt. Wir haben hier zum einen ganz klar, ich kann es hier gerne an diesem Beispiel zeigen, wir machen unseren klassischen 4 mm Schlitz in unser Material rein, nehmen unsere Bohrlehre, die wir hier haben, die ist in jeder Packung enthalten. Die sieht ein bisschen anders aus, wie man sonst eine Bohrlehre kennt, weil sie hat zwei Funktionen. Zum einen ganz klar, um unser Loch zu bohren, egal in welchem Winkel. Ich kann es gerne hier hinten einmal zeigen. Wir können auch hier solche Winkelverbindungen, wie man es hier schön auf dem Bild sieht und hier auch am Original, können wir mit dieser Bohrlehre in jedem Winkel sozusagen realisieren. Okay, hier sieht man es aber auch schon. Wir haben jetzt hier wie viel Millimeter?
Das ist 14 mm und hier haben wir sogar den Extremfall, dass wir hier sogar auf 8 mm Materialstärke gehen können. Und das habt ihr jetzt auch mit den mit dem Klamex, das kann man hier unten schön sehen. Hier unten sieht man unser Bohrloch. Genau. Das war sogar mit keinem einzigen anderen Verbinder auf dem Markt, das ist sozusagen möglich. Du hast ja dann noch dieses Werkzeug, genau, mit dem du dann spannst, wie so ein Exzenter. Genau, wir haben hier unseren 4er Imbusschlüssel, der nur über diese 6 mm Bohrung zugänglich ist, unser Haken, unser Hebel, sagen wir offiziell dazu. Und der zieht unsere Bauteile dann zusammen. Genau. Das kann ich hier gerade einmal zeigen. Beide Bauteile werden so zusammengefügt. Wir haben hier durch diese Riffelung am Verbinder auch noch eine Schiebetoleranz, plus minus 1 mm längs. Und das heißt, dass wir die gewohnte Schiebetoleranz, die wir von Lamello so kennen, hier auch problemlos so einsetzen können. Dann braucht es hier eine Viertelumdrehung, ja, und dann ist die Verbindung schon geschlossen. Ja. Und es ist auch wirklich fest. Also wenn du vorher sauber gearbeitet hast, ist das echt super. Ich war da echt begeistert von, muss ich sagen. Okay. Da sind dann auch immer Schrauben dabei. Das heißt, die entsprechend passenden, ja, Schrauben sind, genau, immer dabei. Weil das sind ja hier Zylinderkopfschrauben. Genau. Gucken so. Also die sind schon sehr filigran, aber müssen sie ja auch, denn du hast hier natürlich keine Überdeckung. Das auf 4 mm. Finde ich schon krass. Also schon ein sehr wertiges System. Und unsere Bohrlehre ist auch gleichzeitig hier auch unser Montagewerkzeug. Das heißt, wir können hier unseren Verbinder so aufstecken. Der hebt dann auf dieser Bohrlehre. Und dann können wir die mit Hilfe eines Hammers können wir dann hier links und rechts und hier oben draufschlagen, sage ich jetzt mal, und können den Verbinder dann flächenbündig oder mit 0,3 Rückstand, sage ich jetzt mal, einbauen. Das heißt, okay, er hat optimale Tiefe. Habe ich auch gerade überlegt, weil macht ja Sinn, weil wenn du jetzt hier mit dem Hammer oder irgendwas, hast du natürlich schnell die Gefahr, dass du ja dein Werkstück ruinierst. Genau. Jetzt ist er ja zum Beispiel schief. Genau, jetzt könnte ich den ja ausrichten, und genau, wenn ich den jetzt drauf habe, kann ich natürlich hier noch mal rechts ein bisschen, genau, runterdrücken und dann ausgleichen. Ne? Genau, und wir empfehlen für Spanplatte und zum Beispiel Weichhölzer müssen wir nicht vorbohren, aber bei der Verwendung von MDF oder zum Beispiel Multiplex unbedingt vorbohren. 2 mm ist ausreichend. Wenn wir zum Beispiel HPL-Material, also High-Pressure-Laminat, was sehr kompakt ist und hart ist, verwenden wollen, was auch möglich ist, wie zum Beispiel hier beim CDF bei diesem Regal, da würde ich vom Bohrer her vielleicht schon auf 2,8, 2,9er Durchmesser gehen. Weil sonst besteht die Gefahr, dass wir den Kopf abreißen. Aber jetzt sag nochmal ungefähr zwischen Daumen und Zeigefinger, wenn du jetzt so ein Gebinde hast, 300 Stück, was kostet eine Verbindung? Eine Verbindung liegen wir so bei 1,19. Wenn wir es vergleichen mit unserem P-System, bei dem das Paar so 1 Euro kostet, kommen halt hier entsprechend hinzu die Schrauben, wo wir halt im Lieferumfang haben. Ungefähr 1,19. Um mal einfach eine Zahl zu nennen, wo, in welchem Rahmen das ist für den. Finde ich jetzt aber okay. Also für das, was es kann. Genau. Also wir haben hier, wir sind sehr flexibel. Also das schätzen ja viele bei Lamello. Wir brauchen für andere Winkel keinen speziellen Verbinder, sondern wir können mit diesem Verbinder, sage ich jetzt mal, 90% aller anfallenden Verbindungsarten, die so im Schreinerhandwerk auftreten, abdecken. Also auch dieses Möbel, wo man da hinten sieht, könnten wir mit diesem Klamex S20 hier problemlos verbinden. Das in jedem Winkel. So, guck mal, wenn du in der Firma noch einen Staplerfahrer brauchst, ist aber momentan schwer dran zu kommen, dann kannst du dir natürlich auch dieses Gerät hier in dein Lager bauen. Ich würde mal sagen, das ist ein automatisiertes Lagersystem. Hat hier Gabeln dran, hängt an einem Portal und kann jetzt die Sachen innerhalb des Portales hier einfach verfahren. So, und das Ganze passiert automatisiert. Er ändert jetzt auch die Gabeln hier. Und jetzt hat er Vakuumheber und sortiert hier noch die einzelnen Kanthölzer. Man sieht auch da vorne einen Laserpunkt, das heißt, der erkennt das dann offensichtlich automatisch und fängt jetzt an zu sortieren. So, und jetzt arbeitet er im Prinzip hier eine Kommission ab, beispielsweise, dass ich das dann weiter verladen kann oder wo auch immer. Das Ganze funktioniert mit
Bildverarbeitung, also visuell, aber eben auch mit Laser, Entfernungsmessung. Ich sehe da oben hinten so weiße Tafeln. Das sind wahrscheinlich Referenzpunkte. Ich habe mir sagen lassen, so eine Anlage fängt so an bei etwa 250.000. Also was ihr jetzt hier seht, ist das Invis-System von Lamello. Das gibt es schon ein bisschen länger, ziemlich abgefahren, denn damit kannst du im Prinzip unsichtbare Verbindungen machen mit einer Schraubverbindung. Das geschieht hier über den Vorsatz für einen Akkuschrauber. Das ist magnetisch und damit treibt der Akkuschrauber dann berührungslos die Schraube an. Entsprechend kannst du das dann auch wieder lösen. Musst du nur dran denken, dass du das System hast, weil sonst stellt sich der Kunde oder der, der es dann bekommt, irgendwann mal die Frage, wie bekomme ich den Kram wieder auf? Die Hello 55, die Lichtstromoberfräse 55, die braucht keinen Gabelschlüssel suchen. Das ist bei den meisten Oberfräsen das größte Problem. Der Werkzeugwechsel im Gabelschlüssel ist wegen unangenehm, das geht aber noch, aber bis der Gabelschlüssel bei der Maschine ist. Da heißt es oftmals zuerst mal suchen gehen. Werkzeugwechsel ganz einfach, ich stelle die Maschine hin, hebe raus, klappe den Hebel runter, meine Spannzange ist geöffnet, gehe her, sitze den Fräser unter, wie bei jeder Oberfräse rein, hebe zu. Es gibt nur die 8er Aufnahme hier. Sollte ich kleinere Schaftfräser verwenden mit 6 mm, dann gibt es eine Reduzierhülse, die ich über den Schaft drüber stecke, fertig ist es auch. Beim Öffner, Maschine steht sauber auf dem Tischplatte auf. Ich muss ein bisschen Kraft bringen, um das runterdrücken. Man hat gesehen, der Fräser fällt schon raus. Geh noch, der Fräser hat ja immer seine Einschubtiefenmarkierung, auf die auch noch ein bisschen achten und das Ding wieder rein. Und einfach Hebel zu. Einmal zentrale Staubsauger hier rein, hier drinnen die Kanäle, dass ich um das Werkzeug herum so optimal wie möglich meinen Staub und die Späne wegbekomme. Sobald meine Maschine am Netz ist, habe ich natürlich auch unten eine Beleuchtung, dass mein Arbeitsplatz optimal ausgeleuchtet ist. Jo, jetzt schauen wir uns zuerst noch die Permafix an. Permafix heißt die Höhenverstellung. Ich mache nochmal das Licht aus, Strom weg, wenn wir an der Maschine rumfummeln. Mache auch den Fräsen nochmal raus, kann man es noch besser zeigen. Permafix heißt, meine Höheverstellung wird nicht mit einer Schraube geklemmt, sondern einfach mit diesem Drücker hier vorne. Den reindrücker, meine Höheverstellung läuft, lasse ich Drücker los, die steht garantiert an der Stelle und bleibt an der Stelle. Ich habe kein Losverwirren wieder beim Fräsen, sondern einfach runter aufs Maß und loslassen und das Ding hält. Die Bedienung von dem Permafix, entweder ich greife vorne mit dem Finger so hoch, ich kann sie seitlich umschlingen, kann sie von der Seite nehmen, je nachdem wie ich unterwegs bin, immer ein idealer Greif- und Arbeitsposition. Wenn ich Loch einbohre und müsste ja jedes Mal hier den Permafix außer Kraft setzen, nein, das geht viel einfacher, einmal zu öffnen, Schraube verdrehen und Permafix ist außer Kraft gesetzt. Beim Tiefenanschlag bisher immer mit Schraube, Klemmhebel und sonstige Sachen. Nee, wir haben hier Schnellspannung. Ich fahre mit meinem Fräser aufs Werkstück runter, stelle meine entsprechende Frästiefe ein, Klemmhebel zu. Auch hier wieder garantiert sicherer Sitz. Auch durch Vibration und sowas wird hier nichts aufgewackelt. Ich kann mich darauf verlassen, die Frästiefeneinstellung, die passt. Gehen wir kurz mal auf die Elektronik ein. Elektronik, ganz normal wie bei jeder Oberfräse. Ich kann hier die Fräse rauf runter drosseln. Kein Störrad, sondern nur einfach Tasten. Wenn wir Kanten bearbeiten, meine Längskante, gehe rüber zur Stirnkante, habe ich gern ein Problem, dass ich Brandflecken bekomme, weil mein Drehzahl zu hoch ist. Und auf dieses Thema haben wir reagiert, hier mit einer speziellen Taste. Die Drehzahl wird um 30% reduziert. Man sieht es oben an, Anzeige, die klingt. Anschließend wieder noch wieder reindrücken. Macht die und ich bin wieder bei voller Drehzahl. Und das heißt, wenn ich jetzt bei Kantenbearbeitung unterwegs bin, typische Phasearbeit, ich bin unterwegs, zeigen wir mal kurz, mit voller Drehzahl. Komm, ich in die Kante rein, kurz Knopf drücken, mach meine Stirnkantenbearbeitung und dann wieder Vollgas und weiter geht die Sache.